Moin Leute, zu mir steigt jetzt Jan Meyer von Dash in Startup Taxi. Digital Cash, also digitales Bargeld, und ist damit die einzige Kryptowährung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, digitales Bargeld zu werden und die zwölftgrößte. Ja, und ich habe mich bisher wenig mit dem Thema beschäftigt und finde es deshalb gut, dass Jan hier im Auto sitzt. Dem kann ich mal ein paar blöde Fragen stellen und hoffe, dass er das ganze Thema sehr easy und anschaulich erklärt. Und auch nochmal zeigen kann, wie man damit bezahlen kann, wie einfach das eigentlich funktioniert und was bei so einem digitalen Bargeld wirklich wichtig ist. Moin Jan. Moin André, hallihallo. Ja, grüß dich. Du hast ja aber so richtig nordischen, so einen Hamburger Akzent, ne? Ja, ich komme hier aus der Ecke. Also das ist bin so in der Nähe von Cuxhaven groß geworden, habe dann auch lange Zeit hier in Hamburg gewohnt. Und habe jetzt sozusagen nur die Küste gewechselt und bin jetzt halt in der Nähe der Ostsee. Küstenkind bist du. Das kann man so sagen, ja, das denke ich. Ja, es klingt so richtig, du könntest so ein Werbesprecher für irgendwelche hanseatischen Produkte sein. So. Ja, wenn ich jetzt noch Fisch mögen würde, ne, dann würde sich das wahrscheinlich sogar ausgehen. Ja, oder so wie hier diese Stände, Aale, Dieter und sowas. Ja, ja, genau. Dann bist, genau. Bist du vielleicht Forellen-Jan? Lieber so ein deftiges Schaschlik, was du mir empfohlen hast. Ja, genau, richtig. Auf Schanze. Auf, ne? Der Schanze bei Schorsch, das Schaschlik, das ist allererste Sahne. Ihr macht ja den neuesten Shit von allem jetzt, würde ich sagen. Ne? Erstmal wollt ihr das Bargeld abschaffen? Das ist definitiv nicht richtig. Ich weiß, das ist eine provokante Aussage einfach. Ne? Nee, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, ja, das ist ja völlig fein. Und die Befürchtungen haben, glaube ich, auch viele. Ist völlig fein. Ne? Und wir sind aber genau die, die das Bargeld jetzt nicht abschaffen wollen. Also wir bauen digitales Bargeld. Und ihr seid jetzt die zwölftgrößte Kryptowährung. Aber die einzige, ja, die als wichtig als Funktion als digitales Bargeld verwendet werden kann. Genau so sagen wir das. Hängt mit der Definition von Bargeld zusammen. Ne? Ich meine, was ist denn Bargeld? Niedrige Transaktionsgebühren, auf Wunsch auch die Möglichkeit, anonym zu zahlen. Und sofort verfügbar. Exakt. Wie soll denn die Anonymität gewährleistet sein? Alles, was irgendwie digital irgendwo drüber läuft, kann doch nachvollzogen werden. Genau, das ist in der Blockchain auch so, die ist transparent, jeder kann dort reinschauen. Wir haben ein optionales Transaktionsfeature, das nennt sich Private Send. Stell dir vor, ich habe meine normale Geldbörse, ja, und ich möchte dir 10 Euro geben. Und irgendwo anders möchte auch noch jemand 10 Euro bezahlen. Und wir holen aber keine 10-Euro-Scheine raus, sondern 1-Euro-Münzen. Und diese 1-Euro-Münzen geben wir ins Netzwerk. Das ist auch ein Job, den die Masternodes erledigen. Und die Masternodes vermischen die dann und fragen mich sozusagen nochmal, hey, ist dieser Betrag der Betrag, von dem wir am Anfang ausgegangen sind? Sprich die 10 Euro. Dann sage ich ja. Und dann wird die Transaktion durchgeführt. Und damit wird sozusagen die Transaktion so ein bisschen verschleiert. Aber Ein- und Ausgang beim jeweiligen Sender und Empfänger sind immer noch da. Das ist ja alles Open Source und das ist das Spannende. Also der Code liegt offen, das Wissen ist in vielfacher Ausführung vorhanden. Jeder kann mitmachen. Dadurch denken wir, dass es möglicherweise ein kleines bisschen fairer ist. Aber es ist aber natürlich auch ein ganz abgefahrenes Experiment. Auf einmal sowas wie Geld dezentral zu haben. Wobei es früher auch so war, dass einfach private Münzhersteller, dass es die gab. Und da haben sich dann die Münzen durchgesetzt, die beste Qualität hatten. Startup-Taxi kann man jetzt ja an Dash bezahlen. Ist so, oder? Ja, ja, das geil. Funktioniert. Das freut mich sehr. Das bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Das müssen wir jetzt hier mal starten. Ja, lass uns das machen. Du hast da ein iPhone, ist es, ne? Genau, ja. Alles klar, okay. So, dann gehe ich jetzt hier in meinen App Store. Korrekt. Und was suche ich mir jetzt da raus? Such einfach mal Dash Wallet. Ja. Ist super simpel aufgebaut. Ich habe hier nur Send Dash und dann Receive Dash. Und den QR-Code solltest du ganz lange in die Kamera halten. Vielleicht schickt dir von draußen auch noch einen. Ja, guck mal, kann ja noch jemand ein bisschen was bezahlen, ne? Ja, sehr gut. So, und jetzt für die Bezahlung der Startup-Taxi-Fahrt brauchen wir hier Receive Dash. Da habe ich hier den QR-Code. Genau. So, und jetzt, wie funktioniert das Ganze? Soll ich mal meins mit reinhalten? Pass auf, da unten hast du diesen kleinen QR-Code. Da drücke ich jetzt drauf. Und dann öffnet sich der Scanner. So, und jetzt scannst du hier ab und dann weiß er, du bezahlst mich. Genau. Ich habe dann jetzt hier oben deine Adresse, also dieser QR-Code. Ja. Ist im Endeffekt die Adresse, da oben rechts. Und ich sag jetzt mal, wir machen 1 Euro.
Das war eine günstige Taxifahrt. Das ist eine günstige Taxifahrt, cool, das stimmt, das stimmt. Aber ja, vielleicht wird er ja mehr wert, weiß ja, klar, nicht, ne? Ja, klar. Alles klar, 1 Euro. Ja. Instant Send ist angehakt. Ich drücke mal auf Senden. Und es ist da. You received Dash. Ja. Ja, krass, jetzt hast du hier die Taxifahrt bezahlt. 1,04 Euro habe ich jetzt hier auf meinem Dash-Konto. Ist schon ein bisschen hochgegangen, ne? Ja, warum dann 1,04 Euro? Du hast doch 1 Euro nur überwiesen. Ich würde sagen, dann ist der Dash-Preis um 4% gestiegen. Innerhalb von zwei Sekunden ist das jetzt gestiegen. So ist es im Moment. Der Markt ist im Moment noch hochvolatil, aber je besser sich die Coins verteilen, umso weniger Market Maker mit wirklich großem Einfluss hast du, umso mehr Akzeptanzstellen da sind, umso mehr man wirklich in die Nutzbarkeit und weg von der reinen Spekulation kommt, so stabiler wird der Preis. So, und hier vorne am Anfang, das, was da links steht, das ist jetzt der Wert in Dash, ne? 0,0000 und dann in Klammern steht nochmal der Euro-Kurs. Richtig, richtig. Verstehe. Ihr habt ja auch so Bezeichnungen dafür. Wie heißt das? Vorm Komma und nach dem Komma, da habt ihr doch... Genau, vorm Komma hast du halt ein Dash, ne? Dann geht's runter in Mikro-Dash, Milli-Dash und am Ende kommst du bei einem DAF an. DAF, okay. Und du kannst es auch umstellen in Settings, also dass du das Komma verschiebst. Macht natürlich, ich meine, ein Dash kostet im Moment, glaube ich, 350 Euro oder sowas. Und wie könnte ich jetzt hier von meinem Bankkonto hier in mein Wallet transferieren? Mhm. Wo geht das? Dafür musst du auf eine Exchange gehen, also irgendeine Online-Exchange, gibt's diverse, dich dort anmelden. Ach, das und geht dann, gar nicht mit der App jetzt? Das geht gar nicht mit der App, nein. Und, ja. Ist auch schwierig, zum Beispiel in Deutschland braucht man, um sowas machen zu können, also so eine Exchange betreiben zu können, braucht man eine Lizenz von beispielsweise der BaFin. Also eine Finanzaufsichtsbehörde. Okay, und ich müsste da jetzt erstmal mir einen Account holen. Genau. Und dann könnte ich mir sämtliche Kryptowährungen holen. Genau, alle, die auf diesem Marktplatz verfügbar sind, und angeboten. Okay, und dann eben auch Dash. Also könnte ich jetzt quasi hier nur mit durch die Gegend laufen und frage die Leute auf der Straße, ob hier jetzt irgendwer ist, der mir ein bisschen Dash geben will. Vielleicht hast du dann irgendwann auch... Oder ob du irgendwie deinen Kaffee gleich mit Dash bezahlen kannst. Ja. So mache ich das auch, ne? Also, dass ich, wenn ich in einem Laden bin, frage ich nach, kann ich hier auch mit Dash bezahlen? Und wo hast du das? Weiß natürlich keiner irgendwie Bescheid, aber ich glaube, so muss man es auch sukzessive machen. Hast du schon mal erlebt, dass dann jemand bejaht hat? Ja, tatsächlich gibt es in Lüneburg habe ich einen Döner mit Dash bezahlt. Ach Quatsch. Ja. Und in Berlin habe ich auch schon mal ein Bier mit Dash gekauft. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir das Startup-Event, was wir organisieren, ob wir das vielleicht auch, da habe ich überlegt, so als Gag irgendwie, dass man sein Ticket in Bitcoin kaufen kann. Ja. Dann kann ich ja auch Dash anbieten, ne? Kannst du auch Dash anbieten, klar. Das ist geil. Wenn du da Hilfe brauchst, sag gerne Bescheid. Also, würdest du auch mal kein Bargeld mehr geben? Bargeld ist so schwierig von der Usability, ne? Ich habe zum Beispiel selten Bargeld in der Tasche. Hast du gerne? Und super, super selten. Dann auch genau das passende Stück für die Parkuhr oder irgendwie so. Also viel einfacher, wenn du es einfach digital machen könntest. Ja. Ne? Also du hättest kein Problem damit, wenn es irgendwann kein Bargeld mehr gibt? Solange ich die Möglichkeit habe, trotzdem noch, genauso wie es bei Bargeld der Fall ist, auch eine anonyme Transaktion durchzuführen, ist es vollkommen fein für mich. Für denjenigen, der es schafft, eine Private Send Transaktion zu entschlüsseln, gibt es ein Preisgeld. Ich glaube, das lag irgendwo bei 150.000 Dollar oder sowas. Bisher hat es noch keiner geschafft. Das ist beachtlich. Also, ich würde tatsächlich auch sagen, an alle da draußen, let's go. Let's go. Aber ich glaube nicht, dass es jemand schafft. Und wenn doch, dann hat man wieder eine Wettbewerbssituation, muss das Produkt verbessern, so wie es bei allen anderen da draußen auch der Fall ist. Holt euch mal hier diese Dash-App. Ihr habt gerade gesehen, wie easy das funktioniert. Und dann könnt ihr euch demnächst irgendwo einen Drink mit Dash holen oder einen Döner oder was gibt's noch alles, was man damit bezahlen kann? Drink, Döner, gibt's auch schon es gibt eine Seite. Kinokarten. Arbeiten wir dran. Es gibt auf jeden Fall eine Website, die heißt discoverdash.org. Also discoverdash.org. Einfach mal im Browser eingeben und dort sieht man weltweit Händler, die Dash akzeptieren. Cool. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass ich demnächst irgendwo mit meinem Euro irgendwas kaufen kann. Ja. Der wahrscheinlich nächste Woche schon 10 Euro wert sein wird. Oder halt nicht. Ja. Ja, saugeil. Okay. Cool, dass du hier warst. Gerne. Leute, wir sind raus. Bam!